Welcome back bei Farm Manager 4. Wir sind im Kapitel 4 und ich hoffe, wir haben nichts mehr mit Kühen zu tun, die pimpern müssen, weil das dauert einfach ewig. Die wollen einfach nicht meine Kühe. Im Gegensatz zu den Hühnern, die waren ein bisschen, naja, man weiß schon was. Ja, so richtig und so. Wir müssen jetzt, was müssen wir machen? Viele Aufgaben. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Aufgaben haben wir jetzt schon. Wir brauchen 5 Felder mit 0,03 Hektar. Also ich werde die Felder ein bisschen, ich werde die abreißen und ein bisschen andere machen, weil ich kann die kleinen praktisch gar nicht mehr gebrauchen eigentlich, ne? Kaufe Gruber Estera und Pflug Rodon. Ist das nicht das gleiche, Mann? Sichtlich nicht. So, wo ist mein Bauernhof? Wo ist meine Luxushütte? So, hier sind wir zu Hause. So, und jetzt fährt der Zug da drüber weg mit dem Scheißhaufen da. Weg, weg, weg. So, wir haben wieder ein bisschen Geld. Und wir machen, jetzt muss ich mal Pause drücken. Pause, 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 Pause. Pause. So, mal chillen. Ja, ich mache mit dem Spielstand von vorher weiter. Das heißt, ich muss auch die ganze Kampagne über basiert auf, baust du einmal Scheiße, nimmst du die Scheiße mit. Ich hatte zum Beispiel mal Geldprobleme. Jetzt nehme ich das alles mit. Ja, wenn ich jetzt noch Geräte kaufen soll, dann brauche ich aber noch einen Parkplatz. Das geht ja nicht. Ergo, wir brauchen einen Parkplatz. Ist da. Wo war denn der Parkplatz? Ah, hier. Großes Garten, größere Stellen. 3 mittelgroßen Stellplätzen. Hier große Maschinen. Ey, warte mal, der Parkplatz ist ja eigentlich das teuerste. Da kann ich 4 Maschinen abstellen. Hier kann ich aber sogar 6 abstellen. Und es ist billiger. Das rentiert sich doch. Oder ich habe eine Idee. Ich weiß schon, was wir machen. Like a pro und so. Ja. So. Wir werden die kleinen darüber. Dann kann ich hier große Maschinen unterstellen. So, wenn wir das machen. So. Also, was brauchen wir? Felder. Gruber. Flug. Ja, und das ist wurscht. Alles klärchen, alles klärchen. So, was ist hier? Was geht hier ab? Ja, wir haben den 4.12. Hier wird nicht mehr viel abgehen. Aber egal, das pflüge ich schnell rüber. Sind meine Apfelbäume los? Null. Ey, jetzt habe ich wieder keine Äpfel. Also Apfelbäume, die haben nicht einmal im Jahr Äpfel abgegeben. Ey, was sind das für Kackbäume? Ja, vielleicht, weil ich sie zu spät gepflanzt habe, ne? Hm. So, ich brauche meine Bude da jetzt. Ja, aber das Gras ist nichts wert. Das ist das Problem. Das ist einfach nicht, wie groß ist denn das Feld überhaupt? 0,4. Gut, halb so groß. Also wir brauchen 0,03. Und das 5 Stück. Ja, da werde ich mich hier ausbreiten. Da habe ich ja Platz. Das sollte ja kein Problem sein. So. Du gehst dahin. Du? Ja, dann habe ich hier nämlich... Nee, 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 du sollst darüber. So, du? Ja, der muss da bleiben. Der muss auch da bleiben. Ist okay, ist okay, ist okay. So, also, wir brauchen einen... Warte mal, wie? Gruber Estera und Pflug Rodon. Jetzt haben die schon Namen, oder was? In Wirklichkeit haben die keine Namen, ne? Kann ich mir vorstellen. So, schauen wir mal, die Gebrauch kriegen. Ich will nicht so viel Geld auf. Estera, da ist er, der Estera, der Histera. Der ist Schrott. Der ist Schrott. Der schaut aber auch so viel Schrott, Alter. Aber funktionieren tut er, also scheiß drauf, ne? Ja, kaufen wir einen gescheiten. Like a pro. Guter Zustand. Kann man kaufen.
Dankeschön, Dankeschön. Der kommt am Parkplatz. Tiere sind zur Fortpflanzung. Ja, nachher fortpflanzen. Gerade keine Zeit. So, Pflugrodon. Da gibt es nur einen. Gebraucht. Kann der was? Guter Zustand. Das geht. Dankeschön, 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 Dankeschön. So, was haben wir denn dann so noch? Mal gucken. Was für einen Anhänger habe ich schon? Was gibt's hier? Wasser, Felsspritze, Gruber, Gülle. Gülle? Ja, der ist neu. Ja, das ist zum Scheiße spritzen. Das ist der gralle Fetischismus. Was für einen Anhänger? Ja, das habe ich ja schon. Ladewagen, was ist das? Das habe ich noch nicht. Das gemähte Gras ist im Lager transportiert. Ja, dann geht das ein bisschen schneller an. Gut, aber das muss man nicht unbedingt haben. Ne? Miststreuer muss man auch nicht unbedingt haben. Pflanzmaschine. Ja, das pro Pflug. Lilly. Das ist ein anderer Pflug. Aber egal. Was haben wir noch? Was ist da? Freunde. Was ist der Unterschied zwischen den scheiß Traktoren hier? Aha. Warte mal, kann mein Traktor das überhaupt? Scheiße, ich glaube, mein Traktor kann das gar nicht. Gut, Lilly. Ich brauche einen anderen Traktor, das kann nur der, glaube ich. Der kann das alles fahren hier. Ja, ja, wir brauchen einen anderen Traktor, sonst kann er das gar nicht fahren hier. Ja, mit dem geht das, glaube ich, ein Traktor. Nee, warte mal, Reger, der. Ja, mit dem Reger geht's aber. Müsste hinhauen. Ja, ja. Also mit dem Reger geht's doch. So, Pimpern ist angesagt. Guten Morgen, Hühner. Die wollen andauernd. Das ist Wahnsinn. So. Wir können auch mal ein bisschen verkauft werden. Ja, ihr wollt Pimpern. Alles klar. So. Dann gehen wir jetzt einmal pflügen. Probieren wir jetzt. Ja, ich muss jetzt warten, bis meine Sachen da sind. Werden angeliefert. Ah, die sind schon angeliefert, okay. Ja, dann würde ich sagen, probieren wir das mal. Grubber, grubber, grubber. Jo, läuft. So, jetzt will ich sehen, wie schnell der grubbert. Ich für dieses Feld habe ich einen halben Tag gebraucht vorher. Jetzt bin ich neugierig. Sehr witzig, Kublas. Mir geht es um die Äpfel, nicht um die Blätter. Ich habe dieses Jahr keine Äpfel geerntet, also finde ich nicht lustig. Weil wozu machen die Apfelbäume, wenn die da nichts rauskriegen, ne? So, egal, ich will mir das jetzt mal anschauen. Alter, wie der rüberzieht da. Ey, den halben Tag habe ich da rumgeeiert mit 5 bis 7 Arbeiter. Der zieht da mal gemütlich rüber da einfach. Da läuft bei dem. Ja, so kann man die ganze Zeit arbeiten, das läuft. So kann man arbeiten. Es geht. Wesentlich besser. Wesentlich besser. So kannst du arbeiten. So. Und jetzt kultivieren. Geht das auch mit Maschinen? Ah, dazu brauche ich einen Gruber. Aha. Ach so, ja. Gruber ist genau dieses Gradmacher-Scheißdreck da. Jetzt weiß ich es, ja. Alles klar. Hätten sie aber auch hinschreiben können. Einfach Gradmacher. Fertig. Kennt sie jeder aus, hä? Alter, könnt ihr euch nicht Auto fortpflanzen? Ich muss doch nicht immer selber darüber lampschen. Ja, die Hühner sind lästig. So, fertig. Das geht ja zackig, Alter. Alter. Das ist angenehm. So kann man arbeiten. Es geht schon besser. Also teuer war der Spaß eigentlich auch nicht. So, und jetzt könnt ihr zum Beispiel da was besamen. Aber lassen wir das mal. Wir gehen jetzt Felder anbauen. Und zwar fangen wir da in der Ecke an. Oder da, ist ja scheißegal wo. So, was brauche ich? 0,3 oder so? Warte mal. 0,03. Alles klar. Das ist eigentlich eh so ein Babyfeldchen auch. So, das ist 0,1, 2. Ja, das geht ja schnell nach oben, die Felder. Da. Das wäre das schon, ne? Machen wir das so. 0,32, das zählt ja auch, oder? Oder muss es genauso sein? Hast ein Feld. Ja, nur das ist das da.
Wieso eins? Ich habe mehrere. Zählt der Trottel das nicht? Muss es genau 0,3 sein? Das kann doch auch so sein, theoretisch, ne? So, müsste 2 haben. Ja, 2, stimmt. Alles klar, ja, dann machen wir hier so ein paar Felderchen. So, schaut zwar nicht so hübsch aus, aber dann kann ich den Gehweg da gerade machen. Um das geht's mal gerade. So, 4. Und. Oh, da können wir einen Big Papa machen, ne? Nee. Was ist da? 5. Weißt du was? Wir wollen Asche, Leute. Wir wollen Asche. Ey, ich bin noch nicht fertig, Junge. Lässt mir der das Feld nicht machen. Aber er hat's gemacht im Hintergrund. Wir sind bei der zweiten Mission. Kaufe Seemaschine für... Ja, scheiße, jetzt brauche ich aber wieder Platz hier. Kaufe Seemaschine für Getreide. Kaufe Rapskerne auf dem Feld an. Kaufe Weizensamen auf dem Feld an. Kaufe... Was? Nee, Pflanze. Blablabla, bla, bla. Pflanze, blablabla, bla, bla. Pflanze, wo ist Buchweizenkerne, was ist das für ein Scheiß? Roggenkerne an. Okay, 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 alles Klärchen. Jetzt ist das Feld scheiße geworden hier. Jetzt ist es nicht gerade, Mann. Ich wollte ein gerades Feld. Was kostet so ein Feld? Kostet nicht so viel, ey. Sonst reiß es ab und mach's nochmal gerade. Egal, das ist jetzt ein bisschen kleiner, der scheiß der Hund drauf. So. So, fertig. Kann der Traktor jetzt rüberziehen. Wir brauchen Lagerplatz. Ich brauche eine große Halle. Ich brauche Platz. Ich brauche einfach Platz. Platz, Platz, Platz. So. Das ist die Frage. Bauen wir was für größere? Boah, ist das eine Hütte. So. Geht. Aber ich brauche ein bisschen Geld. Sonst kann ich das sowieso nicht kaufen. Wir brauchen eine Seemaschine. Ja, jetzt ist die Frage, was kostet das, ne? Kann man das nicht rüber? Was in der Garage ist. Fragen? Wieder nicht. Ja, ja, ist ja schon. Saminator kommt. Nee, 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 nee. Ja, Getreide ist ja wohl für Kinder. Das ist ja kein Problem. Ich brauche nur die Seemaschine. Na, schauen wir mal, was da so gibt. Braucht vielleicht. Ist da ein Name für das Zeug? Kaufe Seemaschine für Getreide. Meemaschine. Nee. Gibt's nicht. Muss ich mir neu kaufen. Wo ist denn der? Irgendwo muss er das sein, das Zeug. Pflanzen. Ist das das? Nee. Auch nicht. Ah, da haben wir Seemaschine für Getreide. Das ist eine andere Seemaschine. Kann ja, eine kann doch alles. Das ist doch Blödsinn. Du brauchst doch nicht zwei. Was ist das für ein Scheiß, bitte? Ich kann Gurken. Ja, dann kann aber die auch Gurken. Was ist das für ein Blödsinn, ey? Ja. Egal. Die soll man kaufen und fertig. Was der Unterschied sein soll, aber bitte. Die kostet nicht so viel. Das heißt, es geht. Aber ich habe keinen Platz. Ja, die Bude, da muss er mal rocken. Dann geht das schon. Da kriegst du auch eine Straße. Extra für dich mal eine Straße, mein Freund. So, bau dich ein bisschen schneller. Ich brauche jetzt meine... Die Maschine. Wo ist denn die? Hier haben wir's. So, habe ich schon Platz? Ja. Wie viel kostet der Scheiß? Billig. Da, gehst in die Garage. Läuft so. Und die Garage. Und die Garage. Ja, das muss am Parkplatz stehen. Das verstehe ich wieder nicht. Das will nicht in die Garage. Da alles andere kann ich wieder in die Garage. Das muss auch hier stehen. Das ist komisch. Ey. Vor allem hier soll ich 6 Plätze haben und ich habe nur 3. Was ist das für ein Scheiß? Na, egal. So, ist das die Seemaschine? Ne, das ist der Koffer.
Wo ist meine Seemaschine? Ist das die Seemaschine? Ja, da haben wir die Seemaschine. 10 mal Kuhmilch. Ja, das schaffen wir locker. So, jetzt können wir hier eigentlich schon mal Gas geben, ne? Aber genug Hacken hier. Mal grubbern und so ein Scheiß, ne? Ja, ja, ich weiß, ihr wollt pimpern. Ey, Hühner, ihr nervt mich. Seid echt nervig, Hühner. So, wir grubbern jetzt hier. Na, der fährt auch über die Wiese. Wozu baue ich Straßen, bitte? So. Grubbern. Zack. Komm. Ist der, der muss wieder zurückfahren. Hallo? Hallo? Ja, der muss das wieder abliefern. Dann kann ich ihn wieder auswählen. Alles klar. Das ist zwar ein bisschen nervig jetzt, aber okay. Ist halt so. Kommen wir damit klar. Wie geht's in meine Tomaten? Oh, die brauchen Wasser. Scheiße. Nee, die brauchen kein Wasser. Hä? Doch, die brauchen Wasser. Bodenqualität 0. Ja, weil die brauchen Wasser. Aber mein Problem ist... Kann ja nicht. Geh mal die ganzen Pflanzen ein, hä? Otze, ey. Das ist scheiße. Hätte wohl im Winter meine Pflanzen gießen dürfen, ey. Was ist das für eine Kacke? Die Wintersaison hat begonnen. Ja, wir freuen uns alle drauf. Zumindest die Landwirte. Ich mag den Winter auch nicht und ich bin kein Landwirt, weil die ganzen Deppert nicht Auto fahren können im Winter. Nur blockieren. Ja, darum mag ich den Winter schon mal nicht. So, wir müssen alles Mögliche hier anpflanzen. Aber ehrlich gesagt, mir wäre es lieber, ich mache eine Sache, weil es ist praktischer. 100 verschiedene Sachen, das ist ein bisschen kacke. Ja, ja, Wintersaison. Was ist mit dem? Warte mal, gepflügt. Check ich gerade nicht. Wieso kann ich das jetzt nicht kultivieren? Weil Winter ist oder was? Tiere sind krank. Alter, keine Zeit für euch. Es geht im Winter nicht, oder was? Echt jetzt? Ich mal gießen? Im Winter kannst du gar nichts machen. So, was ist mit meinen Viechern? Tierarzt? Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy von Gameplay Deluxe. Tschüss.